Willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein, die Old Blood. Gerade Aufnahmen begonnen und schon wird auf mich geschossen. Willkommen zurück. Ja, letzte Folge haben wir ein bisschen rumgeirrt, haben den Eingang hier in die Burg Wolfenstein gesucht. Jetzt sind wir hier. Episch, sage ich nur. Und wir haben so einen riesen Endgegner hier besiegt. Und sind jetzt hier. Guten Tag nochmal. So, und jetzt konzentrieren. Boah, nice. Spannend, was in der Burg noch alles abgeht hier. Finde ich ja mega geil. Okay, was haben wir hier? Rüstung wieder. Und wieder das Gerät vom Dingens. Moment. Was hier? Ich wollte erstmal unten lang gehen. Wir müssen auch hier unten lang. Hier ist ein kleines Kaminfeuer. Öffne an anderer Stelle. Den Spruch kennen wir. Also laufen wir mal hier durch. Als Luech. Aha. Alles erstmal mitnehmen. Alles voll. Ich hätte auch mal Granaten. Kann ich auch werfen. Ich baller immer. Ich könnte noch mal andere taktische Sachen nutzen. Das Ganze noch ein bisschen aufregender zu machen. Okay. Schließen, öffnen. Und jetzt öffnen wir hier oben das Tor. Alles klar. Und natürlich Alarm. Dauert bislang, bis er reagiert. Und ziehen kann man auch nicht richtig. Aber macht schon Fates. Deswegen war nochmal Rüstung. Lad nach. Na? Okay. Rüstung haben wir noch genug. Holen wir uns nachher dann noch die Helme, die hier noch oben auf der Anbauwand standen. Die habe ich bloß nicht genommen, weil ich sie nicht brauchte und dachte, ich brauchte sie. Oder brauchst du vielleicht noch später und das ist ja jetzt auch der Fall. Meiner. Okay, schauen wir mal schon die Helme. So. So. Was steht hier eigentlich? Nur Sicherheitsdienst. Ja, Mama! Okay, wir haben alles. Alarm geht mir wie immer auf den Sack. Auf den Sack! Nacken! Hintenrum, Kiste. Medi. Stoßweise nur. Okay. Die Tore sind eröffnet. Rüstung hebe ich mal noch auf. Wow! Ja, die haben das nicht gecheckt, dass hier unten einer ist und kommen nicht runter, ne? Das haben die, unten wurde gerade übelst geschossen, haben die nicht mitgekriegt. Komm her. Na, nachladen, fuck! Okay. Medis, Medis. Was? Bereich frei. Ich dachte, jetzt steht Rauchen nicht gestartet. Okay. Haben wir da alles, oder? Oh, dieser Alarm geht mir auf den Sack. So. Und jetzt?
denn hier unten noch? Jetzt geht's schon wieder los. Aha. Aha. Du wieder! Müsst reinhalten in die Alte! Ruhe! Huch! Was ist das Neues? Noch jemand? Oder ihr habt Bock oder was? Ich kann noch länger! Ich hab. Oh! Er wieder! Ich nenne ihn liebevoll Erika. Warum? Er riecht. Also nicht, dass Erika riechen würde, ich kenne auch persönlich keine, aber er ist so für mich so eine kleine Erika. Sammeln, 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 nochmal. So, zack, noch nicht reingehen, erstmal umgucken und sammeln. Wir hätten auch hier reingehen können, oder was? Rüstung, Baby, we need this. Helmsche. Macht das Spiel echt Spaß, muss ich mal sagen. Ich hoffe, euch gefällt es ebenso gut wie mir. Und ihr seid fleißig dabei. Okay. Ich denke, ich bin soweit zufrieden. Und kann jetzt hier weiter. Ja. Ich denke schon. Burgeingangshalle. Du hast eine Herausforderung freigeschaltet. Mensch. Dass ich nicht so alles freischalte. Blätter-Action! Gut, hier ist keiner. Ach, jetzt geht's wohl los. Schleichen. Wir ja. Schleichen uns. So was habe ich noch nie gesehen. Fuck. Ich will es mal probieren, wirklich zu schleichen. Nicht immer rumballern, rumschießen. Jetzt will ich echt mal probieren, so ein bisschen rumzuschleichen. Ich schleiche durch das Schloss. Man nennt mich auch liebevoll der Schlossschleicher. Da rennt er schnell rum. Ups. Okay, tut mir leid. Ja, sorry. Es soll mit mir einfach nicht sein. Oh, guck mal, da Haxen. Oh, Haxen. Du bist ein Haxen! Das sind doch hier die Deutschen! Die essen doch Haxen! Und ich mach jetzt den Nazi-Haxen! Ach! Der nur wieder! Komm ich mit meinem Schockhammer? Was? Sag mal! Die legen ein Benehmen an den Tag! Da kommt wieder kalte Kotze! Ich du auch mal verstärkt. Nee, Muddy! Macht eh viel mehr Spaß, eh viel spannender hier durch zu rennen. Du Schweinehund, du hast mich geärgert, mich nicht mal mit dir spielen. Ach komm. Everybody hurts. Sometimes it's every. Wen hast du? Etwa mich? Nice Scheiße. Aha. Okay. Ah, ah. Everybody hurts. Aha. Hier war mal.
kann man denn noch schlagen? Ach, darüber müssen wir. Balken. Ach, der muss da. Okay. Was haben wir erstmal noch schnell? Ein bisschen Rüstung und so. Und immer das. Das finde ich irgendwie cooler. So, nehmen wir uns noch ein Kotelett mit gleich. Wenn wir einmal beim Fleischer sind. Hä? Wo kommen Sie denn her, Mister? Der stinkt und der Alarm ist aus. Dankeschön, Dankeschön. Es nervt nämlich mittlerweile. So. So, so, so. Und, ja, jetzt Schock. Schock mir die, natürlich jetzt. Okay, dann haben wir uns gestärkt. Und dann würde ich sagen, wir machen uns hier nach oben. In die Lüfte. Ach, wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Zack. Darüber. Darüber. Da. 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 Ah. Kannst du es auch. Das ist immer mein Motto. Ich muss es mir nämlich immer schwerer machen, als es ist. Das ist immer so. Open up. Mit deinem Rohr. So. Und die haben schon wieder nicht aufgeräumt hier. Es sieht hier aus. Und da gucken wir mal diese Bildchen wieder. Wir speichern. Wo sind wir hier? Ah. Ich wollte mit dem Messer schießen. Ach, leck mich doch. Messer alle. Wo geht's hier lang? Aha. Okay, Schalldämpferie. Dreh rum. Der Bärenfell. Was ist denn das? Gab's da noch gar nicht. Ich brauche auch mal eine Pause, in der man einfach mal kacken geht. So. Post. Ingrids Brief. Ingrid, nämlich die Freundin von Erika. Wer ist er? Oh, oh Majorik. Ups. Ups. Wo wisst ihr das? Hundi! Tut mir mal leid für den Hund. Aber der Hund greift mich ja an. Das war's schon wieder, oder was? Nur am Scheißen hier. Ah! Okay, warte, da gehe ich gleich lang. Möchte bloß noch. Ah! Helgas Tagebuch, vierter Eintrag mittlerweile. Dezember. Mein Gott, wie das draußen schneit in den Steinkorridoren dieser Burg, ist es eiskalt. Ich muss jeden Tag dicke, warme Socken tragen. Sie sind bequem, aber nach einer Weile fangen sie an, schrecklich zu jucken. Ich habe heute die Übersetzung eines weiteren Teils von König Ottos persönlichen Aufzeichnung erhalten. Höchst interessant. Der König ist in tiefer Trauer, nachdem seine Frau, Königin irgendwas, unerwartet gestorben ist. Er schreibt weiter über die Pergamente, die in seinen Besitz gelangen sind. Er hat seine besten Gelehrten damit beauftragt, sie zu entziffern. Obwohl er ihren Inhalt nicht kennt, hält er sie für ein Geschenk Gottes und ist davon überzeugt, dass Gott ihm sagt, es wäre sein Schicksal, die heilige Kaiser Europas zu werden. Verwirrend, sie müssen auch sehr speziell angesehen haben, diese Pergamente. Oder vielleicht übermannte ihn auch die Trauer, blendet ihn. Jedenfalls
bin ich heute in den Weinkeller gegangen, fand ein Bordeaux von 1928, ein sehr guter Jahrgang, wie ich gehört habe. Den muss ich probieren. Okay, wir gehen gleich hier lang. Ich wollte nochmal ganz schnell zurückgucken, dass ich auch ja nichts übersehen habe. Von hier kamen wir. Und die andere Seite ging ja genau bloß hier hin, genau. Alles klar. Will ja nichts übersehen von Gold etc. Okay. Na dann. Okay, selbes Spiel. Ich weiß, ich könnte die auch schnell auswählen. So. Wünsche die beide ganz schnell, Digga. Okay. Dachte, wenn ich die vielleicht schnell beide ausschalte. Geht's, aber. Ballern wir halt. Den Inhalt bloß, okay. Na, kommt. Wir haben doch. Kein Problem damit. Ich seh dich! Ich dich auch. Oder spielen wir Verstecker oder was? Oder? Mit der Mundharmonika. Warum singe ich das eigentlich immer? So. Könnt ihr mal den Scheiß ausschalten? Es nervt. Jedes Mal die Sirene. Brauche ich nicht. Alles voll. Oh, wir hier dinieren die. Da gibt es dann Lunch. Na? Was sind hier? Ach, die Schockmunition. Die wärst du nämlich erst, wenn es ein bisschen weniger ist, wäre so ein Schade drum. Oh, er wieder. Nice. Kann ich nur sagen, nice. Mach das. Ich seh dich aber nicht, das ist unfair. Ah. Warte mal kurz, ich muss nachladen. So, macht echt mehr Spaß, hier einfach reinzurotzen. Alright. Okay, kommt Erika. Das war geil. Nehmen wir mit. Okay. Ich könnte jetzt zurückgehen und die Rüstung holen, aber ich bin jetzt zu faul. Geht's einfach hier weiter. Weil ich Bock hab. Und hier ist das schon wieder. So. Und schon haben wir es gelöst. Post. Pop. Geht's kaputt? Pop, pop, pop. Entschuldigung, jetzt kann es keiner mehr richtig entziffern. Medi.
Aha. Hä? Alles klar. Ah! So, was war das? Schockhammer hat doch... Nee, Schockhammer oder... Bombenschuss hatte das, genau. Bombenschuss hatte jetzt... Bombenschuss hat jetzt Scharfschützengewehr. Ja, warte mal, ich muss auch zielen, ist unfair. Okay. Seht ihr nicht, hä? Woher kommt denn der Schuss? Hallo? Wo bist du? Ah! Achso, ist natürlich der Zaun, da kann so ein Bombenschuss nicht durchdringen. War das der jetzt, der mich abgeballert hat? Dann kommt hier noch einer. Gold. Rennen wir mal im Kreis. Aha. Aha. Was haben wir denn hier schon wieder alles? Was wir mitnehmen können. Okay. Wo ist er denn? Hingelatscht. Ich wollte ja wieder mal schleichen ein bisschen. Nicht, dass hier alle schimpfen, dass ich nur am Rumballern bin. Das ist schon geil, die Animation. Ach fuck. Viel zu stürmisch. Ihr könnt mir gar nichts. Könnt mir gar nichts. Wo ist? Ist schon mal unter der Deckung. Schießt euch allen in die Beine. Ah, da hinten steht noch. Nehmen, nehmen, nehmen. Ach, macht das Spaß, Leute. Entschuldigung, wenn es ein bisschen wortkarg manchmal ist. Es liegt aber auch daran, dass ich schon beim Schießen so ein bisschen konzentrieren muss. Ja? Ist halt dann so. Ja, gerne, kommt her. Schock, Medi! Na, na! Was du wohl? Sieh denn her! Na? Das hat weh getan! Dann immer diese spannende Musik und dann dieser Alarm, das macht den ja erst recht nervös. Okay, wenn es jetzt ohne Musik wäre und sowas, würde es die ganze Zeit ja nur langweilig sein. Bip, 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 aber... dieser monotone Alarm, der erinnert mich immer an meinen Wecker und deswegen...
nervt das. So, jetzt sind wir einmal die Runde rum. So. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Ja. Wartet kurz, ich muss zurück. Wo sind wir jetzt? Anatomisches Theater, okay. Was die hier alles so haben. Und schon ist die Musik wieder vorbei. Und alles ist cool. Hm. Alright, Boys and Girls. Achtung. Achtung ist immer etwas, wo man... Da ist er. Aber einfach hingehen ist, glaube ich, nicht. Glaube ich, so. Das Richtige. Das ist zu offensichtlich, sitzt er da. Kann ich ihn einfach befreien? Wir werden es sehen. In der nächsten Folge bei Let's Play Wolfenstein: The Old Blood. Ja, Lieben, wir haben uns hier durch das Burgverlies, durch die Burg Wolfenstein ein wenig durchgekämpft, durchgeschossen, mehr rumgeschossen als alles andere, als rumzuschleichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nichts verpassen wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo gönnen. Ihr könnt es auch mal liken, da weiß ich, alles klar, das ist cool so. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Play Wolfenstein, The Old Blood.